Mit Willen sündigen, Hebräer 10. Was bedeutet das? Bezieht sich das auf einen wiedergeborenen Christ, der mutwillig sündigt und dann deshalb doch verloren geht und ins Gericht kommt? Definitiv nicht. Diesen Abschnitt muss man im Licht des gesamten Hebräerbriefs lesen und verstehen. Mit Willen sündigen wird in diesem Abschnitt definiert, denn es heißt, den Sohn Gottes mit Füßen treten, das Blut des Bundes für unrein erklären und den Geist der Gnade schmähen. Was bedeutet das? Dieser Brief wurde an die Hebräer gerichtet, also an Juden, die sich jedoch zu Jesus Christus bekehrten, die Jesus Christus angenommen haben als ihren Retter, als das wahre Schlachtopfer, um das geht es hier, angenommen haben. Unter diesen Hebräern jedoch, mit denen sich der Autor identifiziert, denn er heißt, das heißt hier wir, unter den Hebräern gab es jedoch auch Juden, die zwar die Wahrheit erkannt haben, die erkannt haben, dass Jesus Christus der wahre Messias ist, das wahre Schlachtopfer, ihn aber dennoch abgelehnt haben. Sie haben sich nicht bekehrt, stattdessen haben sie ihn verworfen, das heißt ihn mit den Füßen getreten, um beim Judentum zu bleiben. Sie wollten weiterhin auf dem Boden des Judentums, auf dem Boden des jüdischen Opfersystems bleiben, das jedoch Jesus Christus abgelöst hat. Das heißt, auf der einen Seite hatten sie das jüdische Opfersystem nicht mehr, auf das sie sich berufen wollten, denn Jesus Christus hat es abgelehnt. Und auf der anderen Seite haben sie das wahre Schlachtopfer, Jesus Christus, verworfen. Das heißt, für sie blieb nichts mehr anderes übrig als Gericht. Und es heißt hier, das mosaische Gesetz zu verwerfen ist schlimm, aber Jesus Christus zu verwerfen ist noch viel schlimmer. Da bleibt nur noch Gericht. Und mit dieser Handlung haben sie Jesus Christus, den Sohn Gottes, mit den Füßen getreten und den Geist der Gnade geschmäht, denn sie wollten auf dem Boden des Gesetzes bleiben. Das heißt, mit ihrer Handlung, wo sie eigentlich geheiligt sind durch ihre Zugehörigkeit zum Volk Israel, geheiligt heißt abgesondert für Gott, durch ihre Zugehörigkeit zum Volk Israel waren sie geheiligt, formell, äußerlich geheiligt, aber dieses Blut des Bundes haben sie für unrein erklärt. Darauf bezieht sich Hebräer 10. Es bezieht sich hier nicht auf wiedergeborene Christen, die mutwillig sündigen, sondern es bezieht sich hier auf Juden, die zwar Jesus Christus erkannt haben als das wahre Schlachtopfer, aber ihn dennoch verworfen haben.